jemand ans Mikrofon kommt. Ich will herzlich wirklich alle Seiten einladen für den Austausch des offenen Argumentes. Also ich zahle einen Zehner für den Beweis, dass wir uns draußen anstecken können in relevantem Maße. Wirklich, ein Huni. Traut sich keiner, ne? So gut wäre der Uni bezahlt. Und, naja, da, es geht nicht gegen die Polizei, es geht nicht gegen Ungeimpfte, es geht auch nicht gegen Ralf Lenkert. Freunde sind gerade unterwegs, die kopieren jetzt diesen Musterbrief, den ich angesprochen hatte. Wir haben Ralf Lenkert angesprochen und erwähnt in der Pressemitteilung, wie gesagt, weil er unser Abgeordneter ist. Über die Landesliste gewählt für die Linke. Und jetzt gibt es schon wieder Ärger. In der Lenkerbauwerk gibt es keinen Ärger, sag ich euch. Und es ist auch ganz wichtig, dass der Lenker versteht, dass wir, wenn wir Briefe schreiben, dass er nicht das Feindbild ist und so weiter, sondern dass er, wie gesagt, in unserem Sinne sein Mandat ausfüllen soll. Das ist nicht eine Mandatserfüllung in einem demokratischen Sinne, wenn du die Opposition ja, berufsunfähig organisierst, per Gesetz oder so. Das hat mit Demokratie nichts zu tun, das ist Berufsverbot für eine Hälfte. Oder wie sind die Kräfteverhältnisse eigentlich gerade? Ich sehe keine Kämpfe, ne? Also Kämpfe sehe ich rhetorisch. Scholz sagt, wir sind Extremisten. Wir hatten heute schon geimpft, genesen oder gestorben bis Weihnachten. Das war Jens Spahn. Der gleiche Jens Spahn, der kurz vor seinem Ende als Chef im Gesundheitsministerium noch mal 5.000 Euro brutto vorgeschlagen hat für Intensivpflegekräfte. Gönnerhaft. Am Ende der Amtszeit, ja jetzt kann ich ja leider nur mal, hat er gesagt. Und wir lassen es mit uns machen, gehören ja immer zwei dazu, ne Leute? Die einen verarschen die einen und die anderen lassen sich verarschen. Ihr seid ja schon mal hier. Selbstdenkende Menschen und so weiter. Auch jetzt die besser als die anderen, die können vielleicht besser. Mathe, so Doku, ist ja egal. So. Wisst ihr eigentlich, dass wir schon gewonnen hätten, wenn wir, also man sagt ja immer, wenn die Leute begreifen, wie das Finanzsystem funktioniert, dann ist morgen Revolution. Das ist so ein geflügeltes Wort, weil, das habe ich immer gesagt zu Herrn Scholz, wo er noch Finanzminister war und mit der Gießkanne rumgerannt ist, um die Corona-Maßnahmen zu finanzieren. Blickt das von uns niemand mehr, dass jeder scheiß Geldschein, der gedruckt wird von so einem Scholz, unsere Kaufkraft mildert? Mein Geld hier in der Portemonnaie wird weniger wert, wenn die Geld drucken die ganze Zeit und das in den Kreislauf einsickert. Unsere Gehälter sind nicht mehr wert. Sehen's doch. Es wird weniger. Also die Gehaltsanstiege werden ja von der Inflation aufgefressen. Da ist nicht Corona dran schuld. Wir haben Milliarden verballert. Kein Altenheim hat eine Lüftungsanlage gekriegt. Intensivbetten, da wurde das Wort wurde oft benutzt. Können Sie das Personal bald reinlegen in die Intensivbetten? Das knüpft an den Brief an. Der ist hier am Wahlkreisbüro gesendet, hier Jena, das ist hier um die Ecke, Ralf Lenkert, Schlossgasse 11. Wir laden ihn ein zum themenbezogenen Gespräch. Wir schreiben, sehr geehrter Herr Lenkert, das ist wie gesagt ein Muster, kann jeder selber schreiben, wie er will. Wir schreiben selber, Herr Lenkert, sehr geehrter Herr Lenkert, babab, ihr wisst schon. Wir werden bestraft, obwohl Aussagekraft, PCR-Test in Abstimmung mit der Höhe des CT-Werts Wer hat denn das geschrieben? Entschuldigung. Wir teilen hier gleich aus. Ich mache mich ja nie zum Obst. Es interessiert ja auch nie, dass ich das jetzt vorlese, was ihr da gleich in die Hände kriegt. Das macht es nur unglaubwürdig mit meinem ostdeutschen Akzent. Aber ich kann mich trotzdem noch ein bisschen aufregen. Warum gibt eigentlich das Divi-Intensivregister seit Wochen die Zahlen nie raus, auf die alle warten? Sonst haben sie uns immer um die Ohren gehauen und jetzt so was. Naja, das ist die mangelnde Kontrollfunktion von uns. Wir sind hier noch zu wenige und wir haben uns halt abgewöhnt, uns für Politik zu interessieren. Und dann haben wir den Salat. Das fällt uns auf die Füße, die Scheiße.
Wir müssen jetzt hoch und ich habe ja vorhin schon angefangen zu erklären, warum wir schon gewonnen haben. Ey, wie haben die denn das Gesetz gemacht jetzt im Gesundheitsbereich für die Impfpflicht? Der gibt es ja gar nicht. Es gibt eine Nachweispflicht, wisst ihr? Ihr habt euch auch damit beschäftigt. Und die Entscheidung fällt auf die Füße vom Sachbearbeiter im jeweiligen regionalen Gesundheitsamt. Genau so ist das gelöst. Warum haben die das so gemacht? Weil ihr alle schon gewonnen habt. Wir haben schon gewonnen. Wenn wir nämlich gleichzeitig 2 Wochen Krankschreibung, macht die Polizei auch oft, haben sie in Sachsen gemacht jedenfalls, viele sächsische Polizisten haben Abstimmungen mit den Füßen gemacht, ich weiß nicht, ich komme daher, und sich einfach krankschreiben lassen und deswegen mussten die Sachsen dann so viele aus anderen Bundesländern reinholen und so. Kann man ja keinem nachweisen, ist man halt krank. So, und wenn wir das machen würden, oder Boykott, Impfstreik, es sind alles diese gewalttätigen Begriffe schon, die unnötig wären, wenn wir zu uns stehen, selbstbewusst sind und das machen, was uns die Gestaltung dieses Gesetzes vorgibt. Nämlich, das Einzige, was dort fest vorgeschrieben ist, ist keine Neueinstellung von ungeschlumpften, impffreien, sagen wir. Das gilt dann auch für alle, die 2-mal geimpft sind. Das wird gestrichen. Die Niederlande redet schon von 6. Die Niederlande redet offiziell von 6 Impfungen. Wie geht? Das ist doch keine Impfung, das ist ein Medikament mit einer schlechten Halbwertszeit. Also wirklich, das hat meine Freundin mir gesagt. Leute, wieso nennt das eigentlich Impfung? Das ist doch Quatsch. Aber es haben sterilisiert, der Mist. Nee. Das ist echt, ich konnte meine Oma die ganze Zeit nie besuchen. Die konnte sich nicht impfen lassen, meine Oma. Und da hatte ich jetzt die Möglichkeit mit den verschiedenen Impfstoffen. Leider bleibt das Restrisiko. 15% bringst du die Oma um. Weil es ja eine Impfung, die schützt ja nicht ganz. Na, leckt mich doch am Arsch. Ich konnte meine Oma nicht besuchen. Und deswegen habe ich mich auch nicht impfen lassen. Bin doch nicht blöd, wenn ich keinen Impfschutz habe und meine Oma immer noch nicht besuchen kann. Was will ich mit dem Dreck? Und das sage ich noch gar nie über die Kritik, was da nicht alles Schlimmes drin wäre. Da will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Da fehlt mir auch die Evidenz. Müsst ihr aber eben Facharzt eine Schlange stehen, ne? Ist der Brief eigentlich wieder angekommen? Was heißt denn, brauchst du eine Brille? Was? Brauchst du eine Brille? Hä? Warum kannst du nicht lesen? Na, ich will jetzt den Brief nicht vorlesen, ist langweilig. Ach so. Und das ist so langweilig. Der wird dann gleich ausgeteilt, ach das Briefchen. So. Nee, aber hier für Stings wärst du ganz nett. Nee, will ich jetzt nicht. Nee? Du kannst, suchst dir jemanden, wenn du willst. Und, da gibt's noch. Okay, ich hab noch Videos. Und denkt an die Maskenpflicht. Und überhaupt, wir haben Zeit bis um 20 Uhr. Geht zwischendurch was essen, verdreht euch die Beine. Übrigens, ihr seid frei, ja? Bei uns seid ihr frei. Mir ist das egal, ja. Theo Alene Witze und so ist. Humor ist, wenn man trotzdem lacht, habe ich mir angewöhnt. Und eigentlich, ich komme immer ganz gut weg damit, weil ich den noblen Grund habe, dass meine Mutter ihren Job verliert jetzt, weil, naja, die fragt keiner mehr und wer wäre ich als Sohnemann meiner Mutter vorzuschreiben, welches Medikament die zu nehmen hat, die lacht mir aus, zu Recht, aber Lauterbach will meine Mutter das vorschreiben. Die Wurst, ey, so ein Lauch, der hat Medizin BWL studiert und seine Frau war Epidemiologin. Der schwimmt nur mit, der Trittbrettfahrer. Das ist ein Lobbyist. Macht's Beste draus, ihr könnt es. Ja, wirklich fast mehr Bullen jetzt hier als. Aber so normal, wir ändern jetzt hier nichts, aber. Die Leute haben ja vielleicht gehört, dass sie einfach solidarisch sein müssen und dann haben wir den Salat. Das ist ja schon so. Ja. Die würden das Gesetz ja anders machen, wenn sie könnten. So. Mhm. Kannst du trotzdem noch mal 3 Worte zu diesem Brief sagen, was der mit auf sich hat? Ich war anfangs nicht da. Gib mir mal die Kippe und so, du hast ja recht. Hm? Gib mir mal die Kippenlänge und ich überlege mir ein paar Nummer 3 Sätze. Ne? Aber erzähl mir mal ganz kurz was zu dieser Anmeldung. Können wir auch mal ausmachen hier. Ja, kurz, warte mal. Teamwork makes the dream work. Jo, lieber Clemens, ich grüße dich. Ich hasse Schlümpfe. Grüße dich. Hallo. Du hast heute eine Demo angemeldet auf dem Marktplatz. Heute ist der 7. Januar und
Die Themen waren Berufsverbote für Gesundheitsspezialisten, Impfzwang versus zwingende Beweise, Ralf Lenkert, MdB, Operation Durchsetzungsfähigkeit, Impfpflicht, Verhinderungsfreiheitsfeier mit Musik. Das hat schon im Vorhinein tüchtig für Furore gesorgt, denn die Thüringer Allgemeine titelte heute: Jener Bundestagsabgeordneter verwehrt sich gegen Rufmord. Es war also, weil du den Herrn Ralf Lenkert da als Thema angeführt hast, wurde gemutmaßt, du hättest ihn als anwesende Person bezeichnet, was er aber abgestritten hat. Und es wird berichtet, der Thüringer Bundestagsabgeordnete Ralf Lenkert Linke wird ohne sein Wissen im Aufruf einer Demo gegen die Impfpflicht aufgeführt. Dabei befürwortet er diese. Ja, möchtest du uns ein bisschen was dazu erzählen, vielleicht was dich dazu bewogen hat, den Ralf Lenkert da als Thema anzubringen und was dich allgemein dazu bewogen hat, heute diese Kundgebung anzumelden? Ja, das ist schon an der Frage sieht man, dass das nie einfach zu formulieren ist. Und ich habe ja schon gemerkt bei der Anmeldung der Kundgebung, dass man da ein Wespennest da stechen kann, so, weil der eine ist nicht zufrieden mit der Auswahl von Ralf Lenkert und der andere ist nie zufrieden, weil er lieber spazieren würde, anstatt eine Kundgebung zu machen. Und andere Leute haben gesagt, die machen auch eine Kundgebung, damit man mehrere gleichzeitig haben, nämlich am Freitag heute. Es klappt halt nicht immer alles so, wie man will. Das mit dem Herrn Lenkert, das war eigentlich evident. Und am Ende haben wir mehr Erfolg gehabt außerhalb unserer Bewegung als innerhalb unserer Bewegung. Ich weiß, dass es unglaublich viele Telefonate gab deswegen, weil alle dann das Büro von der Linken genervt haben, zum Beispiel, ob der jetzt wirklich mit den Impfleugnern und den Schwurblern und den ganzen Nazis, überall Nazis, denn auch jetzt der Ralf, der gute Ralf und so. Und das war überhaupt nicht stoßrichtende Diskussion. Leider hat unsere Szene dann auch ein bisschen weitergemacht auf Telegram und nie verstanden, warum dieser Name dort fällt, weil die halt auch keine Ahnung von Werbung haben, wenn du mich fragst. Also unser Aufruf ist ein Aufruf, der aber außer uns niemand interessiert. Wenn da Ralf Lenkert drin ist, ein Abgeordneter des Deutschen Bundestags, mit einer gewissen Reputation, und der ist auch schon länger dabei, und das ist, glaube ich, seine zweite oder dritte Legislatur jetzt, hören die Leute auf. Und das hat ja auch geklappt. Wir haben eine riesen Öffentlichkeit dazu gekriegt. Und die Zeitung hatte die erste Pressemitteilung einfach so abgedruckt, weil ja auch nichts Falsches drinsteht. Das hast du ja selber gesehen, hast du ja vorliegen. So, da ist ein Doppelpunkt, Themen-Doppelpunkt. Und dann wird er mit als Thema aufgeführt. Ich denke, Politiker sind halt oft leicht narzisstisch und verwechseln da was. Okay. Jo, du hast auch einen offenen Brief formuliert an den Ralf Lenkert. Was möchtest du ihm mitteilen? Das war eine Mustervorlage quasi. Das haben wir auf der Kundgebung dann erzählt. Und so waren nicht so viele Leute da. Das war die eigentliche Stoßrichtung, den Ralf Lenkert als Abgeordneten im Deutschen Bundestag für unseren Wahlkreis anzusprechen. Und danach den Herrn Becker von der SPD, der ist sogar direkt gewählt und aber weniger bekannt als unsere Mandatsträger, die ja nie bloß für ihre Wählerinnen da Verantwortung tragen, sondern für die Gesamtbevölkerung. Und es ist schlicht undemokratisch, eine Hälfte evidenzfrei anders zu behandeln als die andere, zumal wenn eine richtig stark benachteiligt wird und Berufsverbote im Resultat eventuell bei umkommen können. Und das ist eigentlich für jemanden, also der gute Hirte würde das nie machen, der tut ja nie einen Teil der Herde einfach die Klippe runterrennen lassen. Ne? Mhm. Daran wollte man die erinnern und ich denke, das hat auch geklappt. Wir werden jetzt ein paar Briefe hinschicken, der Bäcker kriegt auch ein paar Briefe. Der Sinn ist, dass wir bei denen Ansagen machen, die sie beachten müssen. Wenn wir solidarisch auftreten und Herr Lenkert und Herr Bäcker wissen, dass 10% von uns nicht mehr auf Arbeit kommen, aus irgendwelchen Gründen, Krankheit, keine Lust, Impfstreik, dass die dann zumachen können, das wissen die alle. Und wenn wir das öffentlich machen, dass wir denen vorher gesagt haben, macht ihr das, kommen wir nicht mehr, sind die schuld. Das war eigentlich der Trick aller Sache, da wollte ich hin. Und zwischenzeitlich haben die Leute sich auf Telegram zerfetzt, weil den Ralf Lenkert nie gefällt, so, und der König kann man sich halt nie aussuchen, den haben andere Leute gewählt, mag es sein so, aber der ist für uns im Bundestag, das war wichtig. Okay, und du würdest dir wünschen, auch einen runden Tisch oder sowas mit ihm, eine Gesprächsrunde zumindest zustande. Genau, stimmt, das ist der Sinn von dem Musterbrief. Ich hatte den Musterbrief geschrieben, bloß für die, die Lust haben zu schreiben, kann ja sonst jeder selber machen, habe ich auch allen gesagt, das ist wichtig.
Da kommt noch die eigene Adresse drauf und der Herr Lenkert sollte eingeladen werden, um sich gegenüber uns erklären zu müssen. Und damit war ihm auch so eine Forderung, wie machst du das, machen wir 10% das, dass wir die dem auch aufdrücken können, medienwirksam und so weiter. Und da wir eine, also wir sind nicht zu verachten, die Zahl der Leute, die mittlerweile da jetzt Skeptiker durchgehen würde, weil sie jetzt nie mit beiden Armen offen die vierte, fünfte Impfung verlangen soll. Ne? Also das geht ja ganz schnell. Das sind Multiplikatoren, die wir nutzen sollten. Die, ich weiß nicht, ob du fragst bestimmt nochmal nach dem Gesetz, ich sag's einfach trotzdem. So, die machen ja ein Impfnachweispflichtgesetz. Warum? Die können nie anders. Die wissen jetzt schon, dass wir so viele sind, dass wenn wir gleichzeitig rausfallen würden, das ganze System kollabiert. Wenn wir denen das, wie gesagt, vorher sagen, das System kollabiert, wenn, sind die schuld, dass das System kollabiert, will kein Politiker machen. Kein Herr Becker, kein Herr Lemke. Ja, aber die Diskussion, und das steht ja hier auch im Titel der Thüringer Allgemein, ist ja eher dahingehend, dass das vielleicht dann überwunden wird, indem man eine allgemeine Impfpflicht einführt. Hm? Also wir tun die Spaltung der Gesellschaft nicht wegnehmen, indem wir sie zementieren. Punkt. Das ist Unfug. Ja. Na ja, schön. Lieber Clemens, magst du uns vielleicht noch was zu deinem eigenen Background sagen? Du kommst das ja geht niemand was an. Okay, gut. Nee, also im Grunde schon, du fragst ja bestimmt, weil auch auf Telegram aufgefragt wurde und so. Und bei mir war es nicht so, dass ich jetzt, nachdem ich da von mir selber enttäuscht war und die rote Linie mit der Impfpflicht kam, meinte ich, habe ich nie kommen sehen, dann da eingestiegen bin, da wusste ich auch nicht, mit wem laufe ich hier alles durch die Gegend, wer spricht dort, essen die das gleiche gerne wie ich und so. Das ist halt Käse, war mir egal, es geht um das Thema Impfpflicht, das verbindet uns, das ist der Minimalkonsens, ohne den geht es uns wie die Bilderberater mit bei und wir zerfliegen in alle Himmelsrichtungen. So, wir sind Zweckbündnis, Punkt, wir kennen uns ja nie, ich kannte auch niemanden, alle haben mich mit offenen Armen empfangen, ich fand das super. So, du hast mir ein Auto heute ausgeliehen. Wir kannten uns nicht. So, ich würde es für dich auch tun. Und diese Gemeinsamkeit und müsste uns doch eigentlich reichen. Warum müssen wir jetzt alle irgendwie auf den gleichen Kabel wetten noch und so? Und das sind doch viel mehr vorläufige Wahlen bei uns Menschen als so. Naja. Gott, gleiche Gegebenheiten, unumstößlich, wie beim Bischof, wenn der mit 20 sagt, Gott ist dort, kann er mit 40 nie sagen, Gott ist dort, das geht nicht. Beim Bischof geht es nicht. Beim normalen Menschen besser. Wir üben alle noch und fertig. Und wer was über mich wissen will, der hat es doch gerade gelernt und kann auch jederzeit vorbeikommen. Ja, genau. Nee, ich frage nur deshalb, weil ich hörte, dass du auch eben viele Leute aus der linken Szene kennst, die ja nun den Gegenprotest irgendwie darstellen. Und ja, mein Wunsch wäre ja immer, dass man die auf irgendeine Art und Weise erreicht. Ne? Weil gerade die Linken, die rufen jetzt auf zu einem Bündnis Jena solidarisch. Ne? Das setzt sich also zusammen, das hat sich die Tage gegründet, aus der JG Stadt Mitte, der Grünen Jugend und der Gruppe Solidarität statt Querdenken. Und sie sagen über sich selber, als Reaktion auf die Kundgebungen von GegnerInnen der Corona-Maßnahmen sowie VerschwörungsideologInnen der Innenstadt, hat sich das Bündnis Jena solidarisch gegründet. Das Bündnis versteht sich als überparteilich und unabhängig und möchte mit der Mehrheit der Stadtgesellschaft klar Stellung beziehen gegen die sogenannten Corona-Spaziergänge in Jena. Und meines Erachtens versucht hier die Antifa, denn als solche hat sie sich eigentlich immer dargestellt, diese Gegenbewegung, weil sie vielleicht immer weniger werden im Vergleich zu den ja inzwischen 500-600 Leuten, die jeden Montag auf der Straße sind, immer kleiner werden und versuchen jetzt sozusagen die bürgerliche Mitte mit ins Boot zu holen, um eine Gegenbewegung zu schaffen, was aber ja nicht gerade der Solidarität entspricht, weder der Solidarität den Ungeimpften gegenüber, die immer mehr ausgegrenzt werden, noch der Solidarität im Sinne, dass wir einfach als Gesellschaft und als Menschen wieder zusammenkommen und finden. Das war auch meine Botschaft immer an die Antifa, dass wir Menschen vereint unbezwingbar sein werden, dass wir zusammen gegen
Bestrebungen aufstehen müssen und Hand in Hand gehen müssten eigentlich gegen das, was meines Erachtens an Faschismus sich immer mehr einspeist. Genau. Prätentiöse Frage, Fräulein. Ja, ich habe ja noch nicht gefragt. Ich habe ja erst mal nur erzählt. Ach, siehst du, das ist ja noch, wie der Politiker entscheidet, finde ich gut. Ja, frag mal. Ja, genau. Na, jedenfalls nochmal zu diesen linken Protesten, die sich jetzt sozusagen als bürgerliche Mitte-Proteste herausarbeiten wollen. Es handelt sich dabei, ja, und ich spreche, wie gesagt, aus eigener Erfahrung, doch eher um gröhlende, gewaltbereite Antifa, die versuchen, weil sie eben immer weniger werden, im Namen der Solidarität die Gesellschaft, die Mitte der Gesellschaft mit ins Boot zu holen. Und dabei war ihr Verhalten bis dato alles andere als antifaschistisch und solidarisch zu bewerten. Wenn also friedliche Menschen mit Kerzen als Nazis bezeichnet werden, dann gehört es meines Erachtens als üble Nachrede geahndet. Und wenn man ihnen droht, sich alle impfen zu lassen, dann stellt allein dies schon den Tatbestand des Aufrufs zur Körperverletzung dar und nach heutigen Erkenntnissen vielleicht sogar Morddrohung. Das gehört meines Erachtens auch geahndet und es ist sogar in den sozialen Netzwerken durchgesickert, dass man sich in der JG-Stadt Mitte in Gewaltfantasien gegen die Hetznazis, also die Leute auf den Gegendemos, auch gegen bestimmte Personen ergeht. Und da werden Szenarien wie Beine brechen, das Maul endgültig stopfen, Nazi-Birne spalten und so weiter durchgesprochen. Das geht natürlich nicht und das entspricht auch nicht der bürgerlichen Mitte. Und deswegen jetzt, lieber Clemens, meine Frage, was hättest du, wenn sie denn heute, denn ausgerechnet heute, waren keine ihrer Vertreter am Start von der Antifa, von der JG Stadt Mitte, die dich eventuell ja auch kennen. Und wenn das deine Freunde sind oder waren, was würdest du denen denn gerne vermitteln und erzählen wollen? Ich antworte da jetzt mal allgemein, weil da so viel mitschwingt. Erstmal haben wir Fremdbestimmung, ganz viel. Die eine Seite, die anderen als blöde Kuh beschimpfen und andersrum und so. Und keiner hat sich aber ans Weiter gefasst oder so. Also es ist genauso rotzeblöde, wenn du 20 junge Leute, 400 Erwachsene aus dem Gesundheitssystem als Faschisten bezeichnen, die sie nicht kennen. Das ist eine gruppenbezogene Diskriminierung und eine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, sagt man bei uns eigentlich. Und das gehört sich nicht, das wissen die auch eigentlich selber. Dadurch wird das immer noch radikaler. Also du merkst halt, dass die gerne Recht haben wollen. Das auch beide Seiten. Dann hast du gesagt, das ist ein Bündnis, was sich jetzt gründet. Das sind, ich würde sagen, 15 plus 5 plus 5, worüber wir da reden. Also die JG, die Grüne Jugend und das hier freischaffende solidarische Künstler oder was. Da reden wir eher in der Größenordnung. Die Antifa ist ganz was anderes, gibt es als zentrale Organisation sowieso nicht. Das sind kleine lokale Gruppen, die jeder was anderes machen und es ist dann immer so ein bisschen, was man sehen will, sieht man. So, wenn ich jetzt schon ein Feindbild habe und lese einen Bericht, dann werde ich dort bestätigt. So, ist übrigens das Gleiche wie mit Geimpften und Ungeimpften. Immer wenn darüber berichtet wird im Fernsehen, ist ja so, dass wir alle schon einen Standpunkt dazu haben und jetzt nie in der Lage sind, jedes Mal, wenn wir diese Informationen, so Gebetsmühlenartig kriegen, sind wir nie in der Lage, jedes Mal zu reflektieren aktiv. Es wird sich also nur das, was schon da ist, vertiefen und einbrennen und so. Und das erleben wir gerade. Das ist auch der Sinn vom Trommelfeuer, dieser ganzen Wiederholung, dieser Redundanz, dass es sich einbrennt. So. Ne? Und das ist leider schon vor diesem Corona-Thema scheinbar passiert mit der Antifa und Teilen von anderen Leuten und so. Und dass zu Recht viele Leute auch heimlich berührt sind, wenn sie Nazi genannt werden. So. Das ging mir nämlich auch schon mal so. Also ich, naja, wenn ich nicht zuerst gelacht habe, aber es ist ungerecht, sich gegenseitig zu beschimpfen. Und zwei Lager aufmachen ist halt blöd. Ich gehe das nächste Mal in die JG und frage, wie sie es denn halten wollen mit dem Schädelspalten und lächelfröhlich so, weil am Ende sind es in der JG auch Kids, die da sich ausprobieren. Und so. Die üben auch noch. Und es ist, wer die zum Feindbild erklärt, der hat die Rechten. Also wirklich. Ja, ne, ich habe auch schon mal in der JG um einen runden Tisch gebeten, wurde aber abgeschmettert. Also die wollen mit mir nichts zu tun haben. Was ich sehr schade finde, ich finde es wirklich schön, wenn wir uns da irgendwie gemeinschaftlich mal, es kann auch gerne ein viereckiger Tisch sein, da unten im Innenhof der JG einfach mal zusammensetzen. Es gibt auch einige, die von uns jetzt schon genesen sind, unter anderem ich und
Thomas, wir könnten uns gerne einfach da mal hinhocken mit denen. Also wenn du die kennst, sprich die gerne an. Wir würden gerne hinzukommen und einfach mal die Themen, die du vielleicht auch mit dem Ralf besprechen willst, die würden wir gerne auch dort vor Ort mal besprechen mit ein paar Leuten. Es ist in Magdeburg schon so, dass Teile der Antifa eben dazugekommen sind zu den friedlichen Protesten. Und ich würde mir das für hier wirklich auch wünschen, dass wir zusammenstehen als Menschen. Und genau, es passiert ja auch. Wir sind ja so unterschiedlich auf den Demos und die radikale Minderheit ist in dem Fall ja auch die JG und die wird natürlich noch radikaler, die muss sich gegenseitig bestärken lassen, junge Leute und so. Und die kriegen von ihren Vorbildern gesagt, wir sind alles Teufel und na klar gehen sie dann nie fragen. Die können wir nur mit Wein, Weib und Gesang umgeben und ein schönes Fest draus machen. Und das sollte uns nicht auffallen, weil das ist das Schlimmste eigentlich an dem heutigen Tag. Ich habe das vorhin gesagt, wir haben in der Außenwelt richtig Welle gemacht. Die dachten, was ist denn hier aus? Scheiße. Also ein Stück weit da. Und dann von uns kommen die Rechten nie, weil sie denken, ich bin eine Zecke oder ein Linker oder irgendwas. Glauben sie über mich zu wissen. Der nächste gewesen aber, dass ich ja gerade erst neu dabei bin. Dann bin ich ja Trittbrettfahrer. Vorher bin ich eine Zecke oder ein Fascho. Oder ich habe auch mit Freunden von mir geredet, die durchaus gesagt haben, mit den Leuten, da kannst du nicht rumlaufen. Und ich sage, gut, Karten auf Tisch, Beweise her und so. Außer mit Scheiße spontan. Und wenn es echt so wäre, nehmen wir auf eine Demo eine Reichsflagge auspackt und das Thema verlässt, so, dann geht der oder ich, also weil das, so geht es nicht. Wir müssen bei dem Thema bleiben, sagen wir ja alle. Mir ist es aber nirgendwo aufgefallen, dass da solche Fehltritte geleistet worden wären. Und es ist Zeitverschwendung. Es ist Zeitverschwendung. Wir brauchen es nicht. Wir haben andere Sorgen, dachte ich. Ich habe mir den Rat geben lassen, ich sollte selber eine Demo machen. Habe ich auch schon mal bekommen. Ne? Habe ich auch gemacht. Haben wir jetzt. So, ja. Und die Antifa war auch nie da, weil. Also die JG-Kids, die ich auch kaum kenne, ich bin jetzt 36. Und, aber ich weiß ehrlich gesagt auch nicht genau. Wer, kennst du jemanden, an dem die so Anstoß nehmen, aus Gründen? Ja, es gibt. Wurden da drei Namen genannt, die sie eben ihres Erachtens nach der rechten Szene zuordnen. Dazu kann ich nur sagen, wir leben in einer Demokratie, da muss man aushalten, dass es von links bis rechts ein Spektrum gibt. Na, und wenn jemand, ich meine, also das, was jetzt rechts ist, das war vor ein paar Jahren noch die konservative Mitte, muss man ja sagen. Das wird jetzt, und es gab eben diesen Ruck und wie gesagt, wir sind eine Demokratie und ich finde, das muss man aushalten, wenn jetzt jemand mit Nazi-Parolen auf die Straße geht und die Reichsbürgerflagge schwenkt, finde ich, müssen wir das aushalten in einer Demokratie. Punkt. Na. Es ist gegenläufig gegen das, wonach der Mensch eingestrebt, wenn ich mich jetzt philosophisch daran wage oder praktisch einfach, weil wir wollen so Ruhe haben und Glück und Frieden in einer Gemeinschaft, die uns aufnimmt und die wir annehmen können und ob die jetzt Deutschland heißt oder Thüringen. Oder Schlesien. Das heißt drum. Wichtig ist, dass wir solche Gemeinschaften haben. Die Globalisierung läuft dem entgegen. Das Geld verlässt die Gemeinschaften, die Abhängigkeiten, die Verbindung zu den Gemeinschaften und schert sich einen Dreck um kulturelle Eigenheiten. Und es fließt doch viel besser ohne kulturelle Eigenheiten und da wieder Wind her und das ist alles. Es ist aber genauso dämlich, für Thüringen zu sterben wie für die Lüneburger Heide. So, ne? Macht doch keiner Quatsch. Also wir lassen uns da auch aufreiben und verlieren uns halt schnell in unserem eigenen Ego. Und Entschuldigung, aber die Weltreligionen wissen alle, dass das der Teufel ist. Ego ist der Teufel. In allen Weltreligionen. Zum Glück habe ich das gelernt. Tja, viel geholfen hat es nicht. Aber viel geholfen hat es auch nicht, aber wir üben alle noch und wir müssen vor allem uns neben uns selber stellen, um die Welt zu sehen. Das will ich jetzt ja auch mal gesagt haben. So. Ja gut, also lieber Clemens, du bist nach Hause, du hast einen langen, anstrengenden Tag hinter dir, nebenan geht die Disco los. Kinder. Ja, das haben sie von ihrem linken Papa. Jedenfalls, du hast dich ja sehr bemüht, die Hygieneregeln einzuhalten, hast immer wieder darauf hingewiesen, ne, dass die Leute die Masken tragen sollen. Die Polizei ist trotzdem rumgegangen und hat Maskenatteste eingefordert, hat meines Erachtens auch niemanden gefunden, der keins hatte, von denen, die keine Maske trugen. Also ich denke, insofern hygienetechnisch dürfte das eine runde Sache gewesen sein. Und erzähl doch noch ganz kurz, wie so der Abend für dich ausgeklungen ist. Ja, na, also die Demo war cool, da gab es keinen Anpfiff.
wir haben das vorher mehrfach besprochen. Da gab es eine Telefonkonferenz mit dem Rechtsamt und mit der Versammlungsbehörde und mit der Polizei. Das waren konstruktive Gespräche, wenn man sich jetzt nie einkochen lässt. Also man muss schon wissen, worum es geht. So, und auch mal Nein sagen und konkret nachfragen. Und dann läuft das aber alles. Dann macht man so ein Infektionsschutzkonzept. Dann gefällt denen irgendwas nicht. Das war ein ganz schönes Hin- und Hergegängel, was am Ende dann dazu geführt hat, dass sie doch nicht mehr als 35 Leute zugelassen haben. Und in den ersten 10 Minuten waren die gefühlt viermal bei mir und haben gesagt, ja, wir beenden das jetzt, wenn ihr nie sofort und alle Masken. Und deswegen bin ich so rumgerannt. So, nie, weil ich ja irgendwie plötzlich eine Epiphanie hatte und die Seitenwechsel. So halt. Ich bin ja persönlich auch haftbar und ich muss das gewährleisten. Das haben die mir klipp und klar vorher gesagt. Sonst findet die Veranstaltung nicht statt. Ich habe mich dafür entschieden, also habe ich denen geantwortet, naja Leute, ihr kennt meine Meinung, aber ich mache es trotzdem. Und das haben die mir auch geglaubt, weil ich denen das glaubhaft rübergebracht habe und das habe ich ihnen öfter gesagt und dann hat das funktioniert. Das gibt in der Polizei sicherlich auch zwei Seiten. Also am Ende haben sie mir zwei Jungbullen, sorry, JG-Bullen, können wir was, hinterhergeschickt. Die sind mir vom Parkplatz hinterhergefahren, 2-3 Kilometer weg, bis sie dachten, das hat keinen Zusammenhang mehr und dann gab es eine allgemeine Verkehrskontrolle mal als Test. Also das machen sie schon. Edge, jetzt wissen es alle, ich habe es nämlich allen erzählt gerade, die haben Schiss. Tja, ja, dann hoffe ich, dass du da trotzdem mit guten Kräften und folgenlos, also ohne größere negative Folgen draus hervorgehst. Und ja, wünsche mir auch für uns alle, dass wir eine schöne, einheitliche Bewegung irgendwann sind, die... Muss gar nicht. Ja, aber zumindest... dass wir das erreichen, was wir bewegen wollen. Das ist schlicht. Ja. Ich danke dir für alles. Ich danke dir auch. Ne? Also jeder, der gerne die Maske absetzen möchte, der kann einmal hier nach vorne gehen und ein bisschen was sagen. Und das ist dann so eine gute Gelegenheit, weil es ist ja wichtig, sich an das Gesetz zu halten. Und das ist auch Wahllaut. Ich muss sagen, ich habe das jetzt ein bisschen schnell zusammengestammelt, deswegen ist das nicht besonders gut. Aber es treibt mich schon sehr, sehr lange um und ich muss sagen, ich habe tatsächlich in dieser Pandemie immer mehr Sorge und Angst. Und zwar nicht nur wegen dem Coronavirus, der kann ja durchaus auch gefährlich sein für bestimmte Gruppen. Ich habe ihn gehabt, für mich war er nicht besonders gefährlich, sondern ich habe Angst vor einer Spaltung, vor einer extrem politischen Aufladung in vor allen Dingen zwei Lagern, nämlich in dem Lager von den Leuten, die sich als geimpft identifizieren und den Leuten, die sich als ungeimpft identifizieren. Und es geht schon sehr, sehr lange nicht mehr nur um die Nadel im Arm, sondern es geht vor allen Dingen darum, eine bestimmte Identität zu haben, sich als ein bestimmter Mensch zu fühlen, eine bestimmte Auszeichnung zu haben oder auch nicht. Und ein ganz deutliches Zeichen dieser Gruppierung an zwei extremen Polen ist, dass sehr häufig, vor allen Dingen im letzten Jahr, diese Ideen kursiert sind. Ja, jeder, der sich nicht impfen lässt, der ist demnächst tot oder jeder, der sich impfen lässt, ist demnächst tot. Es ist zum Glück beides nicht eingetreten bis jetzt und ich hoffe, das wird auch in Zukunft nicht eintreten. Ich wünsche weder den Ungeimpften noch den Geimpften den Tod an den Hals, ganz und gar nicht. Bleibt bitte gesund. Aber was ich sehe, ist eine extreme emotionale Aufladung. Also jeder, der mal wissen möchte, wie extrem emotional die Lage aufgeladen ist, der kann mal auf YouTube, auf Instagram, auf Twitter nachgucken, in den Kommentarbereichen, wo irgendwas zu Impfungen steht. Man muss nicht weit nach unten scrollen und man wird Leute finden, die sich dann stumpf beleidigen, sinnlose Vergleiche bringen und dann... Das alles dient ja dann nicht mehr dazu, irgendeine wissenschaftliche, irgendeine medizinische Grundlage zu fundamentieren, sondern nur noch die eigene Identität zu fundamentieren. Und das ist eine Sache, die mir Angst macht. Und es macht mir vor allen Dingen Angst, dass Leute in den Medienhäusern, die meistens auf der Seite der Leute stehen, die sich als geimpft identifizieren, und auch viele Leute in der Politik das offenbar nicht erkennen.
Also es geht jetzt nicht darum zu sagen, es ist alles egal. Ich kann verstehen, wenn Leute der Ansicht sind, man muss sich impfen lassen. Ich bin halt anderer Ansicht und die meisten hier wahrscheinlich auch. Aber man muss es auch nicht übertreiben. Und vor allen Dingen darf das nicht in so eine extreme Identitätssache abrutschen. Und wir erleben sehr, sehr häufig in Satire-Sendungen, in Tweets, in Mitteilungen von Politikern, dass dort total schiefe Vergleiche gebracht werden, die überhaupt nichts mehr mit Corona oder mit der Impfung zu tun haben, sondern die nur noch etwas damit zu tun haben, dass man eben irgendwie auf der richtigen Seite steht. Und es macht mir sehr, sehr viel Angst, dass viele Menschen das nicht erkennen. Es macht mir sehr viel Angst, dass gerade die, deren Aufgabe es wäre, das zu erkennen und dagegen zu steuern und vielleicht zu sagen, ja, impfen ist gut, aber bitte nicht so sehr übertreiben. Also nicht mit dem Impfen, das kann ja jeder machen, sondern mit dem sich damit identifizieren. Das tut aber kaum jemand. Selbst jemand, der sagt, er möchte ein Kanzler für alle sein, egal ob geimpft oder ungeimpft, der sagt dann trotzdem, es gibt keine roten Linien. Und das ist ja mindestens eine Anspielung darauf, dass er ja im Fall des Falls auch bereit ist, ein bisschen weiter zu gehen, wenn es denn sein müsste. Und das macht mir eben Sorge. Eine andere Sache, die mir Sorge macht, ist eine Politikerin, die schreibt, dass die Polizei dann doch mal nötigenfalls mit Knüppeln und Pfefferspray gegen Corona-Leugner vorgehen müsse. Und das macht mir auch Sorgen. Ich habe kein Problem mit der Polizei. Ich finde es auch gut, dass es grundsätzlich eine Polizei gibt. Ich bin auch der Ansicht, die muss es geben. Ich teile nicht die Ansicht von vielen Leuten, die gerne die Polizei abschaffen würden. Ich bin aber auch der Ansicht, dass erstens die Polizei nicht willfähriger Gehilfe der Elite sein sollte. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne einer Verschwörungselite, sondern es gibt ja ganz offensichtlich eine Elite. Das fängt beim Bundeskanzler an und das hört beim Stadtverordneten auf. Das ist die politische Elite, die es ganz offiziell und ganz legal und ganz ohne Verschwörung gibt. Und mit dem sollte sich ein Sicherheitsorgan wie die Polizei nicht gemein machen, sondern die Aufgabe der Polizei ist es, die Menschen zu beschützen und nicht mehr. Und dem sollte die Polizei eben nachkommen und eben nicht mehr. Und wenn eine Politikerin fordert, die Polizei soll mit Schlagstock und Pfefferspray vorgehen, dann sehe ich darin ein Problem. Ich sehe noch nicht mal grundsätzlich ein Problem damit. Ich habe kein Problem, dass die Polizei Schlagstöcke hat. Ich habe kein Problem damit, dass die Polizei Pfefferspray hat. Wenn ich einen Einbrecher in meiner Wohnung habe, dann möchte ich, dass die Polizei ihre Ausrüstung entsprechend einsetzt. Aber ich bin der Ansicht, dass es eine völlig überzogene Haltung ist, selbst wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es rechtmäßig sei, eine Demonstration zu verbieten, dass die Polizei dann so gegen diese Demonstration vorgeht, wenn nicht eine unmittelbare, ernste Gefährdung für die Polizei selbst besteht. Und die sehe ich weder hier und die sehe ich auch auf den allermeisten Corona-Maßnahmen-kritischen Demos nicht. Und da, wo ich glaube, dass da vielleicht doch was sein könnte, da habe ich das nur vom Hörensagen aus sehr unsicheren Quellen gehört. Und da muss ich ja ein großes Fragezeichen hintersetzen. Also ich kann natürlich nur an die Leute sprechen, die hier sind. Reden Sie mit Ihren Bekannten, wenn möglich. Das ist natürlich immer sehr emotional aufgeladen. Ich habe da auch so meine Probleme mit. Also einmal selber vernünftig mit Leuten zu reden und dann, dass die Leute mit mir vernünftig reden. Und man bestätigt sich ja dann auch gerne selber in der Meinung. Und ich muss sagen, ich bin kein Arzt. Ich habe auch keine großen naturwissenschaftlichen Erkenntnisse oder Kenntnisse, die über meine Schulbildung hinausreichen. Deswegen kann ich die Corona-Lage nur von dem, was ich unmittelbar mitkriege, beurteilen. Und ich kann sagen, ich habe es halt gehabt. Es war jetzt für mich nicht so schlimm. Das heißt nicht, dass die Krankheit völlig ungefährlich ist. Es gibt auch Leute, bei denen ich schon denke, dass die eher aufpassen sollten. Ich habe eine Oma, die ist über 80 Jahre alt, die ist so ein bisschen klapprig. Zu der habe ich auch gesagt, ja, pass halt mal ein bisschen auf dich auf, weil da kann man sich ja schon mal Sorgen machen. Aber es scheint ja offenbar nicht diese große Killerseuche zu sein, als die sie dargestellt worden ist. Aber dennoch ist halt diese krasse Aufladung da. Und dennoch ist diese krasse Aufladung bei Medienschaffenden da, bei Politikern und auch bei sehr, sehr vielen Leuten, die eben nicht im politischen oder im medialen Komplex drinne stecken. Und es muss eine Lösung gefunden werden. Und diese Lösung liegt natürlich ein bisschen an uns allen, gerade in einem Staat, der sich eine Demokratie nennt. Und ich hoffe doch, dass wir das noch sind, auch wenn mir da manchmal meine Zweifel kommen.
Das Problem ist ja auch nicht, es gibt nicht Demokratie und Diktatur, sondern das ist ja alles so ein fließender Prozess. Auch Nordkorea hat demokratische Institutionen, auch die Schweiz hat autokratische Institutionen. Insofern würde ich schon sagen, dass ich in den letzten 2 Jahren ein etwas weniger an Demokratie mitbekommen habe, als es vorher da war und vor allen Dingen, als es mir lieb war. Ich hoffe, dass das wieder rückgängig gemacht wird. Ich hoffe es wirklich und es macht mir Angst, wenn ich daran denke, dass das vielleicht nicht mehr rückgängig gemacht wird. Und ich hoffe, dass eben die Menschen, die ja gerade in einer Demokratie die Aufgabe haben, Politik zu machen, also wir alle, einschließlich der Polizisten, die hier rumstehen, auf andere Menschen zuzugehen, gerade wenn andere Menschen andere Meinung haben und versuchen, ein möglichst sinnvolles Gespräch zu führen. Und da muss ich ehrlich sagen, erfahrungsgemäß, wenn man keine Ahnung von der Materie hat, so wie ich bin kein Mediziner, ich bin kein Biologe, dann ist das mit Fakten immer so eine schwierige Sache, weil man sich ja mal gerne das raussucht, was einem passt, wo man sagt, ja, dieser Typ da hinten, der sagt jetzt das, was mir gefällt und der hat einen weißen Kittel und eine Hornbrille an, der muss das wissen. Und dann kommt der andere und sagt, naja, aber der andere Typ mit Laborkittel und Hornbrille, der sagt was anderes und der, das ist meine Meinung, deswegen glaube ich dem. Was sehr viel wichtiger ist in solchen Gesprächen, finde ich, von persönlichen Erfahrungen zu sprechen. Das sind zwar in gewisser Hinsicht auch Fakten, aber es sind sehr, sehr glaubhafte Fakten, wenn man denn nun mal ein glaubwürdiger Mensch ist. Und ich denke, das sind wir alle. Und was auch sehr, sehr wichtig ist, ist zu verstehen, was andere Menschen umtreibt. Ich habe mittlerweile von sehr vielen Leuten gelesen, teilweise auch aus meinem Bekanntenkreis, die mir da Nachrichten geschrieben haben, die sich geimpft haben und die sich jetzt furchtbar darüber aufregen, dass es noch ungeimpfte Leute gibt. Nicht, weil die jetzt so schlimm wären und da vielleicht eine Corona-Gefahr vergrößern würden oder sie nicht schmälern würden, sondern weil man als Geimpfter nun mal so viel auf sich genommen hat. Man hat sich impfen lassen, man hat ja dann vielleicht auch Zweifel mit dem Zeug, was man sich da reingespritzt hat oder reinspritzen lassen hat. Und die anderen, die haben es halt nicht gemacht und denen geht es jetzt genauso wie einem selber. Und dann möchte man da vielleicht auch noch so ein bisschen so ein Opfer von anderen Leuten haben. Und das finde ich natürlich ein bisschen moralisch fragwürdig, aber es ist durchaus menschlich verständlich. Und es ist halt wichtig, dann so etwas zu verstehen und dann eben entsprechend mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Ich hatte auch vor 2 oder 3 Wochen ein ganz gutes Gespräch mit dem Polizisten. Das hat ihn dann nachher nicht daran gehindert, dennoch meine Personalien aufzunehmen. Aber auch natürlich sind die Polizisten nicht einfach nur irgendwelche Leute, die hier hingeschickt worden sind und zufälligerweise hier rumstehen und dann eingreifen, wenn irgendwas nicht so ist, wie es sein sollte, sondern sie sind natürlich genau solche Bürger wie wir. Ich hoffe, das klang jetzt nicht despektierlich. Und insofern ist es natürlich, finde ich, sehr, sehr wichtig, Gespräche da zu suchen, wo man glaubt, dass da ein Graben besteht und versuchen, mit den Gesprächen Gräben zu überwinden. Ich bin der Meinung, jeder, der sich impfen lassen soll, soll das tun. Jeder, der sich impfen lassen will, entschuldigen, freudscher Versprecher, jeder, der sich impfen lassen will, nicht jeder, der es soll, dagegen bin ich natürlich, also ich möchte keine Impfpflicht, sondern jeder, der sich impfen lassen will, jeder, der der Ansicht ist, dass es gut für ihn oder gut für andere Menschen oder beides, der soll das halt machen. Und jeder, der der Ansicht ist, wie beispielsweise ich, und ich denke mal, die meisten, die hier stehen, man brauche sich nicht impfen zu lassen, weil man entweder irgendwie an Corona vorbeikommt oder weil es einen nicht so hart trifft oder wenn es einen trifft, dass man da irgendwie gut vorbereitet ist, dann soll man sich eben nicht impfen lassen. Und ich finde, das ist durchaus ein demokratischer Ansatz, wo dann jeder für sich selber entscheiden kann, wie das ist. Ich finde auch nicht, dass jemand, der sich nicht impfen lässt, die Freiheit von anderen einschränkt. Denn die Argumentation, man würde die Freiheit von anderen einschränken, wenn man sich nicht impfen lassen würde, weil man ja dann den Virus verbreitet, weil man dann das Gesundheitssystem mehr Geld kosten würde, was ja auch nicht unbedingt so der Fall ist. Das könnte man ja dann auch auf Raucher oder Übergewichtige, Extremsportler oder Leute in risikoreichen Berufen ausdehnen. Und ich finde, dass das generell in einem Staat, der eine gewisse Gemeinschaft bildet, unwürdig ist und ganz besonders in einer Demokratie unwürdig ist, wo jeder Bürger sowohl vor dem Gesetz als auch vor bestimmten Verpflichtungen, und sei es Verpflichtungen durch die Krankenkasse, Verpflichtungen durch die medizinische Versorgung, gleich sein sollte.
Und ich finde, dass jemand, der ein Kettenraucher ist, genau die gleiche medizinische Behandlung verdient hat, wie jemand, der kein Kettenraucher ist. Und ich finde auch, dass jemand, der geimpft ist, die gleiche medizinische Behandlung verdient hat, wie jemand, der nicht geimpft ist. Und ich finde, es ist ein Unding, dass gerade in dem Bereich der Politik dort so eine extreme Spaltung vorangetrieben wird. Ja, also um den Bogen zu schließen, wie gesagt, diese Spaltung macht mir Angst. Ich sehe auch im Moment keine Überbrückung. Ich sehe vor allen Dingen in den öffentlich-rechtlichen Medien viele Leute, die diese Spaltung vorantreiben, vermutlich nicht mal im bösen Willen, sondern vielleicht in der Überzeugung, das Gute zu tun, in der Überzeugung, zur Gruppe der Geimpften zu gehören und sich da selber zu bestätigen. Das ist durchaus menschlich, aber gerade als Journalist sollte man das nicht machen. Und ich sehe auch viele Politiker, die einerseits die Spaltung vorantreiben und die auch andererseits... Genau. Und die andererseits dann auch härtere Maßnahmen fordern. Und ich finde, das ist weder die Aufgabe von Politikern und Journalisten, noch ist es besonders professionell, sondern das Gegenteil wäre geboten. Es begann vor gut einem Jahr, als die Gesundheit zu beweisen war. Warum glaubt man mir nicht, denn ich bin gesund. Stattdessen trage ich nun eine Maske vor Nase und Mund. Bin ohne Symptome, trotzdem brauche ich einen Test. Leute, wir haben hier doch nicht die Pest. Das Schlimme kommt dann mit der Quarantäne. Meine Haare werden zu einer Mähne. Warum muss ich in Einzelhaft? Seht ihr, mein Immunsystem hat viel Kraft, denn ich bin gesund und sehe nicht ein. Warum sperrt der Staat Gesunde ein? Ich bin gesund und mein Glauben ist fest. Hey, Leute, Leute, wir haben keine Pest. Wie ein Mantra redet ihr den Menschen ein. Sie könnten ein Virusüberträger sein. Deshalb sterben viele alte Menschen allein. Denn Besuche dürfen nicht bei ihnen sein. Das Homeoffice ist der große Clou. Hey Politiker, hört mir endlich zu. Ich finde, es ist eure verdammte Pflicht, mir zu beweisen, gesund bist du nicht. Nun macht ihr Wellen und hört nicht mehr auf. Erzählt uns, die Zahl der Infizierten gehen wieder rauf. Ich bin gesund und will es auch bleiben. Sehe, wie sich Lobbyisten die Hände reiben. Ich bin gesund und mein Glauben ist fest. Hey, Leute, Leute, wir haben keine Pest. Nun ist die Impfung der heilbringende Stern. Menschenversuche, ja, die macht ihr gern. Gesunden Menschen redet ihr ein, diese Impfungen müssen sein. Ich glaube, ihr tranke zu viel schlechten Wein. An dieser Stelle könnt ihr mir sicher glauben, meinen Atem lasse ich mir nicht weiter rauben. Denn ich bin gesund und mein Geist ist sehr klar. Die Demokratie ist in großer Gefahr. Ein Test, der nichts bringt, außer mit Zahlen zu spielen. Ängste zu schüren, Ängste bei sehr vielen. Ängste, die Wirtschaft zu zerstören, ohne Sinn. Langsam glaube ich, hey, ich bin gesund und mein Glauben ist fest. Hey, Leute, Leute, wir haben keine Pest. Ich bin gesund und mein Glauben ist fest. Hey, Leute, Leute, wir haben keine Pest.